So, und damit herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider Anniversary. Wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben. Wir sind in Nutlas Minen. Und ich bin mal sehr gespannt, was jetzt hier auf uns warten wird. Hier können wir... Oh, okay. Ich wusste nicht, ob man hier hoch kann. Das ist nämlich das, was wir im originalen Teil nie gefunden haben. Das könnte jetzt für uns ein kleiner Vorteil sein. Naja, mal sehen. So. Klettern wir hier hoch, dann geht es hier hin. Okay, von hier. Das tat weh. Oder können wir das anschießen? Nein, es stimmt, wir haben ja hier, ja, ich erinnere mich, ja, klar, uns wurde ja alles hier weggenommen. Deswegen haben wir ja hier nichts mehr, das stimmt. Wir müssen erstmal wieder unsere Sachen erstmal holen. Da war ja was. Ich frage mich jetzt trotzdem, weshalb Lara da einfach nur runtergelaufen ist. Gut. Gehen wir hier nochmal hoch. Und hoffen einfach mal, dass es jetzt funktioniert. Vielleicht hätten wir von dem Seil springen müssen. Hier und dann... Ja, das ist eher das, was das Spiel hier wollte. Obwohl mir der Sprung echt riskant vorkam. Okay, höher kannst du nicht. Und dann verfehlen wir noch den Sprung, das ist super. Okay, den ersten Sprung, den kriegen wir hin. Den zweiten, eher weniger. Wir sind erstmal am Anfang des Levels. Das ist schon bitter. So, das heißt, wir gehen hier hin. Das ist ein echt weiter Sprung. Ah ne, hier kommen wir so hin. Ja. Okay. Dann war das doch eher weniger ein Problem. Ach komm! Oh, dieser eine Zentimeter. Hätte sich auch festhalten können. Meine Güte. Also, Lara hat hier eher weniger Bock, hier zu kooperieren. Finde ich natürlich super. Ich meine, warum denn auch? Boah, also einen knapperen Sprung hätten sie hier nicht einbauen können. So, jetzt aber. Bitte sag mir, dass das reicht. Danke. Das andere wäre auch erschreckend gewesen. So, wo kommen wir denn jetzt hin? Ja. Wir wollen da rein. Das ist klar, wir wollen da rein. Können ja definitiv noch nichts irgendwie betätigen. Und hier können wir auch noch nichts machen. Nur den Haken haben wir. Okay, nur den Haken haben wir. Gut zu wissen. Drin ist auch wieder etwas. Hier wird wieder was zum Stehen sein. Wo können wir denn hoch? Vielleicht da nochmal entlang? Ich glaube, da kommen wir... Ja, da kommen wir auch nicht hoch. Jetzt fängt irgendwie...
Fängt irgendwie da an. Okay. Können wir euch treten? Nee, können wir nicht. Das ist doch super. So, eine rote Sicherung. Eine von wahrscheinlich vielen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt die rote Sicherung reinpacken. Da ist schon mal die grüne Sicherung. Wie kommen wir da hin? Können wir hier rüber? Nö. Nö, nö. Warum denn auch? Das wäre ja noch eine gute Idee gewesen. Okay. Dann gehen wir hier hin, packen die rote Sicherung rein und hoffen einfach mal auf das Beste. So. Zack. Also jetzt könnten wir schon mal da entlang springen, aber wie kommen wir da hoch, ist die Frage. Wie kommen wir da hoch? Ja. Die wird uns hier wieder ein bisschen nerven. So. Nee, das hätte auch nur in meinen schönsten Träumen funktionieren können. Ah. Das kann aber funktionieren. Sehr gut. Na, vielleicht... Vielleicht wird das ja doch noch etwas hier. Ah, komm. Ach, komm. Ah, okay. Ja, das war... Ja, hass mich gleich. Ach, komm. Drin ist ja auch, glaube ich, noch eine Sicherung. Nee, das könnte auch einfach nur ein... goldenes Artefakt sein. Also ein Relikt. Idee. Nicht einfach springen. Upsala. So. Haben wir hier schon mal so eine Art Checkpoint. Okay, das hat funktioniert. Sehr gut. Dann hier. Zack. Okay, und dann kommen wir so nochmal an die nächste Sicherung. Boah, das war knapp. Das hätte auch locker schief gehen können. So, die grüne Sicherung. Das lief schon mal sehr gut. Was ein Mist, ey. Ach, komm. Ja, machen wir hier den einfachen Weg. Ey! So, jetzt wird uns das Spiel echt auf den Arm nehmen. So. Immer diese sehr weiten Sprünge hier. So. Zack. Weiß nicht, hätten wir auch
da. Nee. Gehen wir mal hier höher. Nein, oh Gott. Ah, das lief doch. Sehr schön. Ich habe hier noch nie Probleme. So. Geh mal bitte weg. Okay, sehr gut. Und damit können wir dann wahrscheinlich schon das nächste hier machen. Ja, komm. Was ist die blaue Sicherung? Ey. Was die... Das war die grüne Sicherung. Natürlich erstmal vergessen, welche Sicherung wir da haben. Okay, wohin führt uns das? Ja, wahrscheinlich ist da unter... darunter... irgendwie eine Luke. Was will uns das Spiel zeigen? Nee, nichts. Okay. So, wir hätten es natürlich auch wegbewegen können, ne? So ist es nicht. Das hätte es natürlich ein bisschen einfacher gemacht. Ja. Natürlich kannst du jetzt den Sprung hier machen, dann kannst du den machen, dann kannst du hier weitergehen, dann kannst du den machen. Und dann hast du das. Ja, schön. Aber es ist jetzt nicht das, was ich hier... haben wollte. Was erreichen wir hierdurch? Wozu dient das? Also das ist natürlich die nächste Sektion hier. Aber... irgendeinen Grund muss es ja haben. So, ja. Ach, komm. Boah, ihr seid schon nervig. Was bringt uns das denn? Also da hoch können wir ja nicht. Und von da oben können wir auch nicht springen. Wofür? Hast du irgendwas übersehen oder hier? Vielleicht doch irgendwie da hinten. Ja, nee, aber... das, ja.
Bringt uns dann ja auch nicht weiter. Also wir können uns hier hinhangeln. Was haben wir dadurch erreicht? Nichts. Gut. Hier haben wir immer noch die grüne Sicherung. Ja. Können doch gleich natürlich mal gucken, ob wie lange wir hier verfolgt werden.